In Schwarzenberg wird sich der Anblick des Bereichs gegenüber der Stadtschule wesentlich verändern. Nachdem der Stadtrat im März 2021 die Vergabe der Leistungen für den Neubau des Parkhauses beschlossen hatte, geht es in diesem Jahr los. Unsere Bilder zeigen den Bereich kurz vor Beginn der Arbeiten. Ab 17. Januar wird der Bereich mit Bauzaun abgesperrt. Ab diesem Zeitpunkt ist die Nutzung des Forstparkplatzes nicht mehr möglich. Während der gesamten Bauzeit ist von einer halbseitigen Sperrung der Erlaer Straße auszugehen. Diese beginnt Ende Januar und ist verbunden mit der Verlegung der Bushaltestelle sowie einer geänderten Fußgängerführung. Zuerst werden die im Baufeld erforderlichen Baumfällungen vorgenommen. Der Beginn der eigentlichen Baumaßnahme ist für Ende Februar 2022 vorgesehen. Aus jetziger Sicht ist vorgesehen, Ende Juni mit der Montage des Parkhauses zu beginnen. Der Abschluss der Montage soll bis Ende September erfolgen. Anschließend stehen der Innenausbau, Fassadengestaltung und Ausstattung auf dem Plan. Zielstellung ist die Fertigstellung des Parkhauses bis Ende 2022. Die Auftragssumme beträgt knapp 3,6 Millionen Euro netto. Dabei handelt es sich um Eigenmittel der Stadt Schwarzenberg.